Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play O-Ton. Hier ist mal wieder eine Folge mit Dishonored am Start und ich bin euer Dino Chief. Wir sind auf der Xbox 360 und beim letzten Mal bin ich hier durch die Gegend gelaufen, eine Viertelstunde lang, hab Scheiße gebaut und jetzt machen wir einfach mal weiter. Was heißt Scheiße gebaut? Ich habe Geld eingesackt, irgendwie Sachen abgegeben, mich auf die Suche nach Runen gemacht. Trotzdem, wir sind nicht wirklich viel weitergekommen in der ganzen Handlung und ja, deswegen. Es ist echt erstaunlich, wie viel Zeit man in diesem Spiel echt verplempern kann. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, bei welcher Folge ich bin, aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon weit über 20. Und wenn man sich mal daran erinnert, ich habe jetzt, ja gut, die ersten zwei Missionen gemacht. Die erste ist ja dieser Gefängnisausbruch. So. Alles klar. Da fällt mir auch wieder ein, ich muss irgendwie mal rausfinden, wie man in diesem Spiel tatsächlich einfach Waffen wegsteckt und dann hier so durch die Gegend läuft. Vielleicht hilft das ja in manchen Situationen. Man weiß es nicht so genau. Aha! As yet I have said little of my brothers Morgan and Custis. Twins they are, 4 years senior to me. Morgan is the larger of the two brutes by a slight bit. From earliest memory, they abused me in every way. I'm not the first to claim their elder siblings were cruel, but my suffering was unique, I promise. At the tender age of 5, they tied me to the crib and set inside it assorted vipers they had collected over several weeks. My howls and my breathing were muffled by a blanket, and so it was hours before the nurse found me, barely alive. I had kicked a few serpents to a pulp and others had slithered away, but not before I'd been bitten a dozen times or more on my legs, arms, and face. The wounds kept me convalescing for months while those two got away with barely a tongue lashing. Wallace! Bring me wine. Tomorrow I will regale you with the special gift they gave me on my 10th. Okay, also, ja, schön. Man kann hier also immer wieder neue Sachen finden. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so mitbekommen. Aha. Jo, okay. Das, glaube ich, haben wir schon gelesen, wie dem auch sei. Ach, ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Vielleicht, vielleicht machen wir es einfach so, dass ich mir einfach diese ganzen beknackten, oh. Pappmaster Runkey. Interessant. Hi. Lucky, I keep you warm. Lucky? This place would fall apart in 10 minutes. It was a milkmaid who started it. She took ill one morning after her chores, but the milk had already been delivered. That was all it took for them to wall the place off. Plague spreads fast. Nee, ist klar. Ich habe keine Ahnung, wovon der redet, aber ist auch vollkommen egal. Genau. Man kann hier jede Menge Kram finden, aber ich glaube, ich werde mich einfach jetzt in Zukunft auf die Audiologs begrenzen. Denn ansonsten kommen wir hier nicht weiter. So. Und mal davon abgesehen, ich bezweifle auch ein wenig, dass ihr Bock habt, euch den ganzen Kram hier durchzulesen. Mag vielleicht ganz interessant zu sein, so für die Nebenhandlungen und so weiter, aber ich glaube, ganz so wichtig ist das jetzt doch nicht alles. Okay, wir sollen irgendwo hin. Wir sollen wahrscheinlich raus. Es haut mich beinahe um. Nee, hä? Ah ja, da sind sie ja. Moin. Jungs, es geht ab. Hello, Corvo. Moin. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. What? Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches.
I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Jausa. Aha. Runen. Es gibt wieder Runen. Und ich habe das Gefühl, dass die Runen im ja, in den genau da sind, wo wir hin sollen. Es ist liegt ein wenig auf der Hand. Oh, Kowas Workshop Key. I'm getting a frequency reverberation that confounds some of my experiments. Thank you. Ech. I have to get back to the admiral. There are some kind of empty chambers beneath this building. In a district as old as possible. Okay. Bum 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 bum. Ey. Ich will da hoch. Nee. So. Sind wir doch mal hier so ein bisschen neugierig und gucken mal, was hier so abgeht. Haha. Das ist ja cool. Achso, hier ist mein... Nee, okay. So cool ist es nicht. Da hätte ich auch früher schon hingekonnt. Aber, das will ich mir doch jetzt mal hier angucken. What the hell? Ja. Alles klar. Ne, lieber mal hier sich bewaffnen. Denn das sieht merkwürdig aus hier. Alles sehr, sehr merkwürdig. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Und ich habe so das Gefühl, gleich falle ich irgendwo ziemlich tief runter. Meine Güte. Ey, was sagt denn hier? Das ist ja schlimmer als im Jurassic Park. So. Guck mal hier. Kann man noch mal mitnehmen. Ein bisschen Geld einsacken. Moneten, auch hier. Ja, ich weiß nicht so wirklich, was das hier soll, aber wie dem auch sei, ist es auch vollkommen Wurst. Vielleicht wird das mal irgendwann richtig relevant. Als erstes, ob ich da wohl hinhüpfen kann. Lieber mal vorsichtig sein. Und das Ganze nicht riskieren. Na? Zack. Huch. Corvo, my friend. Do you need ammunition or weaponry? Would you like me to craft something for you? Ja, das wollte ich nämlich eigentlich. Und zwar, jetzt holen wir uns als erstes mal hier die Improved Armor. Das klingt doch gut. So. Mask Optics 2. Erstmal holen wir uns mal ein paar mehr Pfeile. Ganz wichtig. Ne? Denn die haben wir ja jetzt doch schon ein paar Mal benutzt. Makes the sword more effective when locking blades and pushing against an enemy. Ah, das brauche ich, glaube ich, nicht. Also so einen komischen Pfeil. Das könnte man sich vielleicht mal überlegen.
Range ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Ja. Alles nicht so einfach. Ja, nehmen wir mit. Und dann nehmen wir noch hier die... die Optik noch mit. Tü, tü, 600. Ah, 30. Ah, das ist schon ziemlich viel. Nee. Wollen wir mal nicht alles ausgeben. Das, geht dann im schlimmsten Fall auch einfach nur schief. Ich kenne dich ja. Könnten so eine Rune kaufen, aber jetzt erstmal nicht. So. Danke und auf Wiedersehen. Ich tacker jetzt hier mal die Treppe wieder runter. Guck mal, ob ich jetzt die Tür aufmachen kann. Aha! Tätere! Moment. Ich hab da gerade was gespürt. Okay. Ist aber auch da unten. Ich hab so das Gefühl. Bett. Hier sind komische Geräusche am Start. Was haben wir denn da? Aha! Moneten! Mobs. Sehr gut. So, ne? Also, man sieht schon hier, ne? Warum ist ein Spiel wie, Grand Theft Auto oder GTA 5 oder Skyrim für mich tödlich? Ich krieg's nie zu Ende. Ich werde sowas von immer nur durch die Gegend laufen und irgendwelche beknackten Sachen machen. Ah, das ist, echt schlimm. Was kommt denn hier raus? Boah, da hat aber einer ganz schön einfahren lassen. Jausa. Ja. Okay, so. Ich gehe da mal, ne? Weeper Area. Aha. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein scheiß Gefühl bei der Sache. Und deswegen speichern wir auch einfach mal hier. Denn, wir wollen jetzt auch die letzten paar Minuten auch nicht irgendwie für vollkommen sinnlos erachten. Und, warten dann mal da auf die Dinge, die wir kommen. Aha! Ich höre jemanden. What the fuck? Boah, Alter, da kriegt man ja mega Terror. Ich mach das mal. Für den Fall, dass ich irgendwie gleich hier vor lauter Todespanik irgendwie mich verdrücken will. Boah, ist das creepy. Das ist, Gott sei Dank ist es hier nicht so dunkel. Sonst würde ich ja komplett ausrasten. Was haben wir hier? Wo zum Geier kommen wir jetzt hin? Ach so, das ist der Keller von der Hütte. Ja, okay, die Tür machen wir wieder zu. Alter, klingt nicht gut, ne? Also, ich sag ja immer wieder gerne, ne? What the fuck?
Moment. Wow. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt. Leute, ich muss mal gerade, es ist sowieso schon wieder Ende der Folge, deswegen machen wir jetzt hier einfach mal die Pause. Das kommt ganz gut, weil ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen sammeln. Hab ich mich jetzt erschreckt. Dranbleiben, bis zum nächsten Mal.